Hallo Freunde, endlich haben wir Schnee in Deutschland. Also es ist genial, es macht Freude. Es ist schön zu sehen, wie sich auch alle Menschen freuen, im Schneeball zu spielen oder was auch immer. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Freude mit dem E-Bike durch den Schnee zu fahren. Also es ist einfach nur genial, das ist unbeschreiblich. Ja, man hat ja einen gewissen Widerstand im Schnee. Aber jetzt schon von Fahren her, ich bin jetzt auf dritter Stufe, das ist die höchste jetzt bei mir, so ist es eingestellt. Und wenn man beschleunigt, also es macht einfach nur Spaß. Es ist genial. Ja, überall Schnee. Einfach nur Freude. Auch wenn es, sag ich mal, relativ dunkel ist, sag ich mal. Es macht einfach nur Spaß. Also jeden, der ein E-Bike hat, meine Empfehlung, rausholen und raus ein bisschen Fahrrad fahren. Also es macht so viel Freude. Genial. Einfach nur genial. Ja, das Thema, das ich heute auch noch mal ansprechen wollte. Ich habe zwar schon ein Video darüber reingestellt, aber sollte ich vielleicht jetzt noch einmal machen, ist der Akku. Wie ist es denn mit dem Akku im Winter? Lithium, also moderne Lithium-Ionen-Akkus, die sind ja schon ja, sehr effektiv, aber trotz dessen haben die, genauso wie die alten Blei-Akkus, das Problem, dass sie Flüssigkeiten drin haben. Ja? Also genauso wie ein Blei-Akku Flüssigkeiten in den Zwischenräumen hat, hat der moderne Lithium-Ionen-Akku auch Flüssigkeiten drin. Das heißt, jetzt im Winter bei Minusgraden, wenn man tatsächlich fährt, wird ja Strom entnommen, das heißt, es entsteht auch gewisse Wärme. Und das macht den Akku eigentlich nichts aus, außer dass er bei Minusgraden relativ schnell sich entleert, sag ich mal. Ne? Allerdings sollte man den Akku niemals draußen stehen lassen, weil das tut ihm dann doch nicht gut. Also ich sag mal, bei Minusgraden einfach nur stehen lassen und nichts tun, das ist natürlich nicht von Vorteil. Einmal an den Leuten vorbeifahren. So. Weil die Flüssigkeit kann auch gefrieren und das kann natürlich dazu führen, dass der Akku Schäden davon trägt. Muss nicht, kann aber. Also deswegen meine Empfehlung an jeden, der jetzt genauso wie ich sich traut, rauszufahren und ein bisschen Spaß zu haben. Also so viel Minus haben wir nicht, wie man sieht. Also der Fluss ist nicht zugefroren. Wir haben, glaube ich, minus 1. Auf jeden Fall nach dem Fahren den Akku. Also das Fahrrad kann ja ruhig draußen stehen bleiben, dem passiert ja nichts. Aber den Akku auf jeden Fall ins warme Haus oder Wohnung oder wo sie auch immer wohnen, reinbringen, dass da das Ganze auch heile dem Winter übersteht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Muss ich mal gucken, also sag mal die Reichweite, der Akku war voll geladen, die Reichweite zeigt mir schon 49 an. Mal gucken auf 1, 115, ah, das reicht noch für eine Weile. Ganz kurz vielleicht, wie das jetzt mit dem Bremsen ist. Also das ist an sich auch im Schnee kein Problem, solange man keine Vollbremsung macht, kommt man relativ gut zum Stehen. Vielleicht sollte man nicht unbedingt so wie ich jetzt gerade die Vorderbremse benutzen, sondern eher die Hinterbremse. Aber an sich macht es gar nichts. Also wie man sieht, man kommt wirklich relativ gut, also gerade bei Tiefschnee, also das ist ja jetzt nicht unbedingt Glätte, sondern das ist ja so eine Schneeschicht drauf. Mach jetzt mal. Also gut, rutschen tut er ja schon, aber an sich funktioniert das wunderbar. Und Freude macht es allemal.
das war's erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich beim Schneefahren. Also es ist einfach nur genial. Es macht Spaß, die Natur anzusehen. Ohne Widerstand die Berge hochzufahren. Ja, was heißt ohne Widerstand? Mit so einem Rückenwind. Es macht einfach Freude. Genießt die Zeit, genießt den Schnee. Wir haben in Deutschland nun mal nicht ganz so viel Schnee, wie es sein könnte oder sollte. Von daher, viel Spaß jeden beim Fahrradfahren. Genießt die Natur und die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade bekommen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.